Herzlich willkommen. Wir sind heute auf der Deutschen Meisterschaft 2022 und wir haben hier Henry Doppheide und Lukas Windel und ihr habt heute teilgenommen und wie abgeschnitten? Ja, wir haben Tenji Sozol gespielt. Ich war 42. nach dem Swiss und bin Top 8 rausgeflogen. Ich war Siebter nach dem Swiss und bin in Top 16 gegen ihn rausgeflogen. Top 16 gegeneinander gespielt. Und ja, wir haben das exakt gleiche Deck gespielt. Wir haben halt zusammen dran rumgebaut und deswegen machen wir dieses Profile jetzt zusammen. Und ja, dann fangen wir einfach mal direkt an. Zu der Engine, zu ein paar Sachen werden wir jetzt nicht viel sagen, weil das ist eigentlich mittlerweile relativ Standard. Und das für die Sozol-Monster. Man kann auch nur ein Taya spielen, aber wir haben uns für zwei entschieden, weil die Saiyas und so. Dann das hier für die Tengis. Den spielen manche nicht, aber wir spielen den Circle. Und dann sollte man den halt auf jeden Fall spielen, um zu extenden. Und der war auch außerhalb von einem Circle relativ gut. Ja, der kommt auch eigentlich ganz gut, wenn du Boards brechen möchtest. Gegen Lukas habe ich das zum Beispiel gebraucht. Ich hatte den Harddraw, habe ihn gespecialt, den Monk gemacht, habe dann in den Chishao, das war sein einziges Monster, gecrashed, den Monk, und konnte dann seinen Effekt benutzen, um den Chishao zu schießen, und dann konnte ich mit meinen Swordsholds weiterspielen. Ja. Und was halt auch vorkommt, wenn man nur Longyan und Ashuna öffnet, kann man halt den Ashuna im Friedhof verbannen, den aus dem Deck holen. Mit dem Token und Chishao, mit dem Token und dem hier einen Chishao machen, das Blackout Banishen, einen Token generieren und dann noch ein Zehner Synchro machen. Und ohne den ist das halt ein bisschen awkward, dann hat man dann nur ein Zehner Synchro. Dann zu den Handtraps bzw. Go Second Karten: drei Ashes und ein Veiler. Der eine Veiler ist quasi die 41. Karte und der ist more or less nur dafür da, wenn man mit. Wenn man mit Blackout seinen eigenen Chaofeng zerstört oder generell, wenn der Chaofeng zerstört wird, kann man den halt mit Chaofeng suchen. Und dann haben wir noch drei Impermanence gespielt, weil die ist halt auch, wenn man die vor Turn noch zieht, noch gut, um eine Negation auszunehmen. Und genau wie Brian haben wir auch drei Droplet Main Deck gespielt. Die waren richtig, richtig gut im Main Deck. Die würde ich wahrscheinlich auch weiterspielen über mehr Handtraps. Ja, es haben echt viele Leute Combo gespielt. Ja. Und gegen Combo ist die Karte halt richtig gut. Und selbst wenn du nicht gegen Combo spielst und du anfängst und resettest, die ist sie immer noch richtig gut. Also die war sehr stark. Und die Outer Token Collector. Genau. Ja, dann ansonsten Spellkarten, zwei Desires, weil die Karte broken ist und ein Called by the Grave. Und dann haben wir halt, wie gesagt, die beiden Circle gespielt und zwei Vessel. Die Ratio hat sich so eigentlich ganz gut angefühlt, weil davon will man nie mehr als einen haben, davon will man nie mehr als einen haben. Der spielt halt um Handtraps rum und der hilft einem dabei, um Token Collector und Nibiru und so rumzuspielen, weil man dann halt, bevor man mit seinen Swordsoul-Sachen anfängt, Draco Berserker oder Chaofeng machen kann. Ja. Und die Karte, also ich habe die Karte immer Go Second rausgesidet, weil die ist Go Second nicht so stark, die ist im First halt insane broken, aber Go Second ist nicht so stark, deswegen habe ich die immer rausgesidet, das war gutes, ja, gutes Material zum Rausseiden. Ja. Dann halt noch drei Emergence und ein Blackout. So, dann zum Extra-Deck. Auch relativ Standard: zwei Chishao, die beiden Zehner-Synchros, dann zwei Vaxias, ein Yasi, ein Chaofeng, eine Baroness, ein Draco Berserker, drei Monks. Der dritte ist auch relativ oft vorgekommen. Dann eine Schamanin. Und was wir als 15. Flexpot gespielt haben, war das Tenyi-Link 3. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich die Karte gut finde oder nicht, aber die hat mir mein Top 64 Match gegen Drytron gewonnen, weil das meine einzige Möglichkeit war, dieses Armor Phage Ritualmonster zu outen, was deine Main Phase 1 skippt und Skill Drain für alle Extra Deck Monster außer Link Monster ist. Und ja. Ja, also der ist halt super cool auch, weil du den mit einem Ashuna machen kannst. Du specials Ashuna, machst einen Monk, specials Adara mit Ashuna, machst noch einen Monk, nimmst mit Adara den Ashuna auf die Hand, machst Schamanen, wirfst den auf die Hand genommenen Adara ab, specials entweder einen Monk oder nochmal den Ashuna, und dann kannst du den Dreier machen und zwei bis drei Monster vom Gegner schießen. Das weitet halt super viel raus und das ist super stark, wenn du nicht viel hast, und deswegen war der echt super, muss ich auch sagen. Und wenn man gebarriert wird, ist das halt ein Play, was man machen kann. Ja. Und gegen Henry habe ich Game 2 quasi mit Beatdown mit dem gewonnen, weil ich Ja. nur Tendrils gezogen habe. Also für Side Deck erstmal drei Barrier. Ja,
die Karte ist an sich super broken gegen Despia und gegen Sword Soul. Die hat sich nicht so amazing angefühlt, weil es einfach nicht wirklich oft vorkam. Also ich habe nicht oft gegen die Decks gespielt, irgendwie zweimal gegen Sword Soul, zweimal gegen Despia. Ja, also die ist ein bisschen awkward, aber die muss man, glaube ich, spielen, weil es eine ziemliche Blowout-Karte ist. Ja, was cool ist, dass Lukas die Go Second in Game 3 gegen mich reingesettet hat und die hat super viel dann gemacht. Er hat nämlich mit seinem Red Reboot meine D-Barrier annulliert und hat dann meine Spell Traps removed und dann hatte er die noch im Zug, als ich dann theoretisch hätte spielen können und dann konnte ich halt nicht spielen und dann war es vorbei. Ja, also die ist schon okay. Ja. Als weitere Go First Floodgate Trap Karte quasi haben wir noch drei Fragrants gespielt. Die war auch super gut. Es laufen super viele Decks rum. Diese ganzen Punk-Adventure-Varianten, die brauchen alle super viele Spells. Und es spielt keiner mehr so wirklich Cosmic Cyclone und Twin Twister. Also macht die echt viel Value. Meine Gegner hatten leider ziemlich oft einfach dann Droplet dafür, um dann mein Board zu negaten. Aber dann verliert das Droplet auch super viel Value, weil du nicht irgendeine Karte aktivieren kannst und dann Droplet chainen kannst und quasi ein Free Negate oder sowas kriegst. Ja, also mir hat die Karte echt viele Spiele gewonnen. Gegen Striker oder gegen Drytron oder auch gegen die ganzen Adventure-Varianten war die richtig gut und die will ich auch weiterhin auf jeden Fall spielen. Yep. Dann haben wir noch als quasi extra Handtraps drei Mourner gespielt. Die haben wir auch Go First oft reingesided, weil die Token Collector outet. Und gegen Combo Decks ist die halt ein extra Handtrap. Ist nicht die beste Handtrap gegen die meisten Sachen, aber trotzdem. Dann haben wir noch drei Lightning Storms gespielt. Die waren super gut. Ich habe gegen drei Flunderies oder so gespielt und da war die immer mega gut, wenn ich die gezogen habe. Bei den nächsten Turnieren bin ich mir nicht sicher, ob ich die noch spielen werde, weil wenn die Leute dann mehr Combo spielen und weniger diese Trap, diese mehr Casual Trap Decks und Flander und sowas, wie halt viele das auf Nationals spielen, ich weiß nicht, ob die noch so gut geht, aber würde ich definitiv weiter considern, die zu spielen. Ja. Ich habe sie nicht so oft reingesided, weil ich hauptsächlich gegen Combo-Decks gespielt habe, aber die hat mir ein Game gegen Mean Striker gewonnen. Ich habe den Link 3 gemacht und dann mit dem Plan, das Circle zu setten, ich habe aber keine Circles gezogen, habe ich den tributed für einen Longyan, damit ich die aktivieren kann und dann habe ich 5 Backrow und die Mine geschossen und dann war das Spiel gewonnen. Also da war die schon echt gut. Ein Duster gegen Backrow-Decks, dann haben wir noch das eine Red Reboot gespielt. Halt auch gegen Trap-Decks und damit wir ein bisschen was gegen Barrier haben. Ja, die Karte war super, wenn man sie zieht. Also ich side die auch wirklich immer rein Go Second, weil jedes Deck irgendwelche Floodgates oder die Barrier gegen Sword Soul sided und deswegen kommen die immer rein. Ja, außer vielleicht gegen so super Hard-Combo-Decks, genau, wo die wahrscheinlich keine Barrier siden, weil deren Combo gut genug ist, dass die keine Barrier brauchen. Und ja, als 15. Side der Karte haben wir überlegt, was wir spielen sollen. Wir haben an Change of Heart gedacht oder einen Trap-Trick, um noch eine extra Barrier quasi zu haben. Haben uns dann aber für einen Kaiju entschieden. Ja, der Kaiju war super gut. Also der hat mir echt ein wichtiges Match gewonnen gegen Etik Nister. Game 1 hat er angefangen, einen Tower gelegt, ich konnte ihn nicht outen. Game 2 habe ich gewonnen, weil ich Antispell hatte. Und Game 3 hatte ich diesen einen Kaiju als Out für den Tower. Und ich habe mir gedacht, bitte lass mich diesen Kaiju ziehen. Und dann habe ich die Kaiju gezogen und deswegen gewonnen. Und also mir hat er echt viel geholfen, ja. Ja, mir hat er auch ein Match gewonnen gegen Dragon Link, weil der Boreal End echt schwierig zu outen ist für das Deck. Man hat quasi nur die eine 10er Synchro und Droplet als Out. Und dann habe ich den Game 3 halt das einfach über den Boreal End geslammt und dann gewonnen. Eventuell würde ich auch noch weiter Kaijus spielen oder einen Kaiju. Das Einzige, was ein bisschen awkward war, dass der Level 8 ist, also vielleicht sollte man einen anderen Kaiju spielen. Wir haben halt erst Wind gespielt, weil wir uns dachten, okay, können wir gegen Flanders siden, über die Barrier Status Slam und dann das Spiel spielen. Was ein bisschen kacke war, in Top 8 habe ich gegen Therian Punk gespielt, habe den auch reingesided, weil damit ich nicht calamitied werde, dass ich den halt in Main Phase erste Aktion, dass ich über irgendwas drüber slammen kann. Das war aber leider ein bisschen awkward, weil er konnte dann Fiber in Formula-Synchron raustaggen und damit eine Baroness machen, aber er konnte nicht wirklich großartig was anderes machen, damit er das nicht macht. Also ja, aber war trotzdem eine gute 15. Zeit der Karte. Ja. Alles klar. Würdet ihr im Nachhinein noch irgendetwas ändern? Also ich fand das Deck echt so, wie es war, richtig gut. Das Einzige, wo ich
jetzt vielleicht noch was ändern würde, sind vielleicht die Lightning Storms oder vielleicht die Barriers. Da kann man überlegen, was anderes zu spielen, aber mit Ausnahme dieser Karten war die Liste super gut und ich war echt zufrieden mit der Liste. Ja, manchmal hätte ich mir gewünscht, mehr Handtraps zu spielen, weil ich oft Dice Roll gegen Combo verloren habe und dann da ohne Handtrap saß und das ein bisschen awkward war. Vielleicht noch Dark Ruler No More oder sowas statt Lightning Storms oder sowas, aber an sich war die Liste schon gut. Alles klar, danke für das Deck Profile und wir sehen uns später.